So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist jetzt Teil 3 der SSTC-Reihe. Und heute haben wir mal eine Halbbrücke aufgebaut und werden die SSTC auch schon in Betrieb nehmen. Ja, wir haben jetzt hier ja unseren Treiber aus dem letzten Video, der ist hier links. Den GDT habe ich, glaube ich, schon ganz kurz einmal vorgestellt. Naja, das ist der Übertrager-Trafo, der das Signal an die Gates der MOSFETs weiterleitet. So, das sind die vier Ausgänge. So, jetzt sehen wir hier zwei Hochlastwiderstände. Das sind 10 Ohm, ja, 5 Watt Widerstände. Die schützen die Gates und ihr seht vielleicht da einmal und da hinten, das sind 33 Volt 10er Dioden. Die sind auch nochmal zum Schutz gedacht, ne? So, die beiden Dioden, das sind Dioden, ja. Das sind Moore 1560 oder ne, 560. Die sind zum Schutz der Selbstinduktion des GDTs, besser gesagt, ne? Ja, und da sind noch Foliencaps, 047 μ und ich glaube 1600 Volt Spannungsfestigkeit. Ja. So, jetzt haben wir unsere Sekundärspule oder Primärspule auch da unten. Primärspule und die andere Sekundärspule. Die Spule ist ziemlich klein, also kann man da auch nicht so viel rausbekommen. Also Funkenlänge meine ich jetzt damit. Aber es funktioniert schon relativ gut. Die MOSFETs, die man da auf dem Kühlkörper sieht, sind übrigens IRFP 250N. Eigentlich hätte ich ja 64er nehmen müssen, nur ich habe in letzter Zeit so viele MOSFETs gekillt, ich habe einfach keine mehr. Die habe ich schon aus meiner alten ZVS gezogen, weil ich war einfach so neugierig und wollte diese Halbbrücke jetzt aufbauen. Bei SSTCs muss man sich ja mit der Brückenspannung ein bisschen hocharbeiten, ne? Weil sonst fetzen dann die MOSFETs weg, was mir auch schon relativ häufig passiert ist. Also fangen wir erstmal mit 50 Volt an. Ja, das ist jetzt der 50 Volt Streamer, er ist noch nicht so groß. Ja, man hört vielleicht, man kann ein bisschen variieren am Poti. Na? Also das ist schon für 50 Volt, bin ich damit zufrieden. So, jetzt kommen wir zu 90 Volt. Das sind jetzt unsere 90 Volt, also ist es schon um einiges größer. Oh. Ja, und das ist unser Streamer bei 190 Volt. Man sieht, man kann hier ein bisschen variieren. Ist schon echt cool, ne? Ja, das war's dann auch wieder. Mir ist übrigens eben die Brücke durchgebrannt. Naja, ich habe auch keine TVS-Dioden drin. Ja, das kommt noch. Da kommt noch ein Video zu, ne? Naja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video, ne? Ciao!